Moin moin ihr Lieben, euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Sonntagsvideo. Ich sitze hier gerade beim Frühstück, also es ist ausnahmsweise mal noch recht früh, dass ich das Sonntagsvideo aufnehme und mache ich heute auch mal ohne Vorbereitung. Normalerweise überlege ich mir erstmal, was will ich denn erzählen, vielleicht manchmal schreibe ich mir sogar so richtig so ein kleines Skript. Das klingt jetzt für euch vielleicht komisch, aber man muss dazu bedenken, dass viele oder fast alle großen YouTuber sogar Leute haben, die ihnen solche Skripts schreiben. Das ist bei mir nicht der Fall, ich mache das schon noch selber, aber heute mal komplett ohne Vorbereitung. Ich sitze gerade beim Frühstück, wie gesagt, hier. Ich habe einen schönen selbstgemachten Schmusi dabei. Da ist drin Erdbeere, Banane, Blaubeeren, Milch, Orangensaft, der ist ziemlich lecker. Außerdem liegen hier unten noch Brot auf meinem Schreibtisch und Kaffee habe ich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach so, dass ich jetzt momentan meine vorhandenen Ressourcen natürlich so ein bisschen mehr wieder in die Videos stecke, die jetzt ja Gott sei Dank auch täglich kommen, schon seit bald einem Monat. Und dann habe ich halt jetzt überlegt, mache ich mir jetzt hier lange Überlegungen. Also das Sonntagsvideo leidet halt so ein bisschen darunter, beziehungsweise eigentlich auch nicht. Das letzte Sonntagsvideo hat mir persönlich wieder ganz gut gefallen, war dann auch wieder länger. Wir kennen ja schon, das ist ja schon der Running Gag von Walle. Wir haben heute nicht so viel Zeit und dann ist das Video schon wieder 16 Minuten lang, keine Ahnung, ne? Sonst mache ich es ja auch ganz gerne mal so, dass ich im Sonntagsvideo auf das wöchentliche Weltgeschehen eingehe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Weltgeschehen nervt mich momentan so ein bisschen. Erdogan hier, Trump da, Putin hier. Es ist, also man hat immer so dieselben Meldungen und es nervt mich einfach momentan ein bisschen und da habe ich einfach gar keine Lust drüber zu reden. Ich habe gar keine Lust mehr damit den Tag zu vermiesen. Jetzt bin ich hier gerade am Brote essen. Manchmal, nicht bei jedem Kommentar, aber bei manchen Kommentaren kriege ich auf dem Handy eine Benachrichtigung. Keine Ahnung warum. Neuer Kommentar unter Need for Speed Underground Part 2. Adolf Hitler hat dein Video kommentiert. Auf dem Bild ist Adolf Hitler drauf. Alles klar. Ich dachte schon, das wäre der echte. Der freut sich ja auch, der Adi, dass wieder Underground 1 kommt. Ich sag's euch. Naja, also, dass ich momentan hier, ne, so, wissen wir alles, nicht so Zeit, dies, das. Aber, das trifft sich ganz gut mit einer anderen Sache. Nämlich, ich habe nämlich noch einige Vlog-Aufnahmen, die seit Wochen auf meiner Kamera liegen und bei denen ich immer am Überlegen bin, ob ich die noch irgendwie rausbringen kann, ohne dass es komisch ist. Insofern machen wir das jetzt. Zum einen ist das einmal, als ich mein kleines Abenteuer, als ich Horizon Zero Dawn kaufen wollte. Und draußen stehen gerade die Bauarbeiter und besprechen, was sie heute machen müssen und gucken komisch zu mir rüber. Hi! Na, alles gut? Schönen Tag euch, ne? Und dann fahre ich in die Stadt. Ich will mir Horizon Zero Dawn kaufen, weil das so oft genannt wurde von euch unter meinem Real Talk Video. Das haben so viele genannt, dieses Spiel. Ich werde mir das gleich kaufen gehen. Warum die Sonnenbrille, fragt ihr? Weil die Sonne scheint. Warum der Hut, fragt ihr? Weil meine Haare scheiße aussehen. So, ab zum Bus. Wow. Ich bin so gut, Leute. Wisst ihr, ich dachte, ich bin heute mal cool. Steh früh auf, frühstücke schnell, fahr zum Saturn, hol mir das Spiel, fahr nach Hause, nehme auf. Und ich war auch früh hier, um 8:45. Der Saturn macht um 10 Uhr auf. Und jetzt stehe ich hier eine Stunde und warte. Ich glaube, ich hole mir einen Kaffee, ey. So ein Scheiß, ey. Kennex. Wisst ihr Bescheid, ne? Ich meine, man muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin natürlich auch selber schuld, ne? Ich hätte natürlich ahnen können, dass der Saturn erst um 10 aufmacht. Aber ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, ich bin gut, weil ich früher aufstehe und das hier... So dumm, ey. So dumm. Aber schönes Wetter ist wenigstens. Und so komme ich noch zu meinem Kaffee. Aber klug war es nett. Ich bin so bescheuert. Es wird noch lustiger bzw. trauriger. Ich dachte, ich gehe schnell zum Real, Einkauf, Essen holen für heute Abend. Und der Real hat das Spiel. Also ich habe das Spiel, aber ich habe eine halbe Stunde umsonst gewartet. Ich gehe doch auch nicht zum Aldi, um meine PC-Spiele zu kaufen. Wo soll ich denn wissen, dass sie das haben? Ich meine, wer denkt daran, dass man beim Real neue Konsolenspiele kaufen kann? Das war mir nicht bewusst. Haben wir so früh am Tag hier schon einen kleinen Ausflug gemacht. Meine Güte, Walle. Aber es sieht jetzt so aus, als könnte ich anfangen aufzunehmen. Insofern werde ich jetzt meinen ersten Part aufnehmen. Und wir sehen uns später wieder oder so. Mal gucken. Tschüssi. Ja, das war meine Odyssee, Horizon Zero Dawn zu kaufen. Ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt. Aber ich bin sehr froh, dass ich diese Strapazen auf mich genommen habe, weil es ist für mich eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe, zumindest bisher. Und dann fragen natürlich ständig Leute, wie es den Chilis geht. Ihr seht sie auch im Hintergrund, sie leben noch, ja. Also ich verschweige sie nicht, weil sie irgendwie verreckt sind. Noch leben sie. Auch wenn sie wieder ein bisschen wenig Licht haben momentan, man sieht ja schon. Aber auch da, die haben wir umgetopft und so weiter. Und das habe ich auch aufgenommen und das schneide ich euch jetzt noch rein. Wichtigstes zuerst, die Chilis, denen geht es weiter gut, aber wir müssen die bald umtopfen. Aber die sprießen jedenfalls weiter und die brauchen dringend neue Töpfe. Und jetzt können wir mal die Chilis umtopfen. Ruhig ein bisschen tiefer, weil der Stiel ist ja recht lang. Und natürlich das Namensschild nicht vergessen.
Und das machen wir jetzt mit allen Sorten. Die kommen also jetzt aus kleineren Töpfen zu fünft in größere Töpfe einzeln. Und dann haben die mehr Platz und ein bisschen Dünger, weil das ist andere Erde. Da sieht man schon, dass sie gut Wurzeln geschlagen haben. Muss man vorsichtig lösen, dass man die Wurzeln nicht zerstört. Guck mal, Lieb, du bist im Fernsehen. Den Chilis habe ich noch so kleine weiße Mützen verpasst und deswegen hoffe ich, dass die so noch ein bisschen mehr Licht kriegen. Deswegen haben die jetzt alle so kleine weiße Plättchen unter sich. Ein bisschen wenig Licht, weil halt die Rollladen oft unten sind und es sowieso noch nicht so viele Sonnenstunden gibt momentan, aber naja, ich hoffe, die überleben das trotzdem. So, insofern ist heute der Sonntagsinhalt mal ein bisschen von älteren Aufnahmen, aber das ist vollkommen legitim. Wie wir wissen, bestimme ich, was das Sonntagsvideo ist, ne? Noch so ein Ding, ne? Es war Zeitumstellung letzte Nacht. Ich hab's gar nicht gemerkt. Ich war noch relativ lange am PC Sachen am gucken und plötzlich war dann eine Stunde weiter, glaube ich. Insofern, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, heute ist Sonntag, deswegen ist es nicht so schlimm, dann verschläft man auch nicht oder so, die Uhren eins vorstellen. Nur nicht, wenn die sich automatisch vorstellen, weil sonst habt ihr sie zwei vorgestellt und das ist auch wieder blöd. So, jetzt habe ich noch eben meine Kommentare unter dem letzten Sonntagsvideo aufgemacht. Auch da schauen wir jetzt mal noch eben rein. So viel Zeit ist auf jeden Fall. Hauptsache Serakani war einfach mal die erste unter dem Video. Hat einfach nur Yay geschrieben. Du bist zu cool zum Erster schreiben, ne? Ich weiß. Eduard Günther wollte wissen, was ist das für ein Stativ in der Ecke? Edwalle. Das hier ist ein Kamerastativ. Das benutze ich für Kameraaufnahmen. Wenn ich zum Beispiel auf der Couch sitze, dann ist die Kamera da drauf. Ich weiß ja nicht, was dich interessiert. Dragon Gaming schreibt, Anno 2070 funktioniert momentan nicht. Bei mir hat es funktioniert. Allerdings war es ein bisschen schwierig, das zu installieren irgendwie. Weil normalerweise ist doch das Ziel, unter 10 Minuten zu bleiben. Bin dafür, dass du Videos immer am Sonntag aufnimmst. So komme ich in den Genuss von meiner Lieblingslocation. Aber auch wenn die auf der Couch sind, die Sonntagsvideos sind die sonntags aufgenommen. Außer, wenn wir sonntags nicht da sind. Versüßt mir wieder den Sonntag. Hab mir heute ein Motorrad gekauft. Mach weiter so. Mein lieber Büchsenkobold, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Motorrad. Aber bitte sei auch immer vorsichtig. Ja, nicht nur, weil du selber irgendwie dich unter überschätzen könntest und sowas alles, sondern auch, weil Autofahrer, Motorradfahrer nicht immer sehen und auch nicht mal drauf aufpassen und weil auch andere Menschen Fehler machen und als Motorradfahrer bist du einfach ein bisschen empfindlicher und hast ein bisschen weniger Knautschzone. Also bitte fahr vorsichtig da draußen. Also bei mir ist 480p30 immer noch Standard auf YouTube und so. Es gibt tatsächlich noch viele, glaube ich, die auf 480p die Videos anschauen. Ich hätte gerne mal so eine Statistik, wie viel Prozent der Leute auf welcher Qualitätsstufe schauen. Wahrscheinlich sind 1080p 60, ist wahrscheinlich sogar nur ein kleiner Anteil. Walle hat Ständer gesagt. In dem Moment, wo ich das gesagt habe im Sonntagsvideo, wo ich über meinen Mikrofonständer geredet habe, wusste ich schon, dass irgendwie ein Kommentar in diese Richtung kommen wird. Ihr seid einfach so kindisch manchmal. Vor 6 Tagen hatte jemand gefragt, hey Walle, wann kommt ein neues NFS-LP? Ja, gut. Hat sich dann schon erledigt, würde ich sagen. Walle Faker, wo? Ich hasse solche Leute. Lies seinen Namen. Shit. Schöne Woche dir. Ja, mein lieber Walle 2. Er hat sogar schon einen Abonnenten. Auch dir. Eine schöne Woche. Unrasiert? Wo? Doch nicht etwa im Gesicht. Daher Bartwuchs wie bei einem 7-Jährigen. Und irgendwer anders hat auch noch geschrieben, ich soll mal ranzoomen, weil man meinen Bartwuchs nicht sehen kann. Das ist jetzt, ich weiß nicht, 1-2 Wochen wachsen lassen. Ich habe halt hier, habe ich schon ein bisschen Bartwuchs und hier an den Backen. Ich habe hier unten ein bisschen Bartwuchs. Auch nicht besonders schön, ne? Sieht aus wie rote Schamhaare, okay. Aber es wächst irgendwas. Hier habe ich ein bisschen was und hier habe ich ein bisschen was. Aber hier und hier, wo man normalerweise diesen wunderschönen so einen Schnäuzer hier so machen kann, da wächst bei mir einfach gar nichts. Aber ich lasse das jetzt mal noch ein paar Wochen wachsen und ich will mal gucken, was bei mir das Maximum an Bartwachstumskapazität ist. Und dann kann ich mir diesen Unfall im Gesicht auch wieder entfernen. Ich habe wieder richtig Lust auf YouTube. Ich sehe es schon. Nächste Woche nur das Sonntagsvideo und das geht nur 5 Sekunden, in dem Walle mit Badeanzug, Vollbart und Kaffee da sitzt und nur Nein sagt. Nein, Spaß. In letzter Zeit habe ich auch immer mehr die Motivation bekommen, unter die Videos zu kommentieren, da die Videos einfach super sind. Schönen Wochenstart euch allen. Ja, dankeschön. Dir auch mal lieber. Hier noch so einer. Unrasiert? Fast nicht gesehen. Für den Pflaumen hol den Zyberg raus. Ich würde so gerne Horrorspiele let's playen. Es ist einfach lustig anzugucken. Aber nur, wenn ich sie selber nicht aufnehmen muss. Ich habe diese Videos nochmal durchgeschaut, um diese Szenen reinzuschneiden letztes Mal. Und beim Anschauen von diesen Videos hatte ich Schiss. Ja? So schlimm ist es mit mir. Oh nein, Walle hat keinen Ständer mehr.
vollkommen pinklisch, dieses Video mal wieder. Walle, es ist ein Sonntagsvideo. Jeder weiß, dass man Zeit braucht, um die zu gucken, weil die sowieso immer sehr lang sind. Das stimmt gar nicht, ja? Und meistens so zwischen 10 und 14 Minuten, würde ich sagen. Und das ist für... So viel Zeit hat man am Sonntag. Was macht man denn sonst am Sonntag Spannendes? Die Johanna hat geschrieben, hey, ich komme auch aus Celle. Naja, also, nach einer sehr langen Zeit schreibe ich mal wieder einen Kommentar. Eigentlich wollte ich dir nur kurz sagen, dass dein Humor spitze ist und dich fragen, ob du politische Serien wie die Heute Show oder sogar amerikanische politische Serien wie Last Week Tonight, die letzter Zeit oft in den deutschen Trends waren, schaust. Solltest du diesen Kommentar nach Mittwoch lesen, habe ich mein Geschichte-Abi hinter mir. Kannst du mir sagen, was dran kommt? Ja, nee, leider nicht. Aber ich hoffe, dass Abi in Ordnung war. Es sind jetzt momentan in vielen Bundesländern Abi-Klausuren schon wieder. Also wenn ihr da zufällig auch dabei seid, dann habt ihr vielleicht auch gar keine Zeit, das Video zu schauen. Aber insgesamt wünsche ich euch trotzdem ganz viel Erfolg bei den Klausuren. Ich drücke euch die Daumen. Ich persönlich muss sagen, ich fand die Abi-Klausuren leichter als die Klausuren davor. Aber das kann auch natürlich immer auch schwer werden. Also ja, heute schaue ich sehr gerne und ich schaue auch Last Week Tonight sehr gerne. Last Week Tonight ist einfach nur grandios gut. Aber es war mir jetzt die letzten Monate ein bisschen viel Trump-Bashing. Das ist immer dasselbe und es langweilt mich einfach. An sich schaue ich sowas gerne, ja. Der Blue Devil wollte noch wissen, wie meine Spielebewertungen in der Projektübersicht zustande kommen. Das ist wirklich einfach nach Bauchgefühl. Die sind auch nicht aneinander angepasst, ja. Ich habe ein Spiel fertig und dann überlege ich mir, welche Zahl könnte mal passen, dann packe ich die drauf. 80, das andere 90. Da muss ich mir fragen, okay, ist das jetzt 10% besser als das? Vielleicht ist das sogar besser, aber dann ist das auch wieder weniger besser. Also, die sind, da kannst du nicht so viel drauf geben, die sollen einfach nur so ein bisschen zeigen, was so mein Empfinden war von dem Spiel. Dann wollten auch Leute wissen, wie es ist mit dem Streaming, Pizmeet, Rundfunklizenz und was nicht alles. Da muss man einfach mal abwarten. Ich kann da gar nichts zu sagen. Wir müssen einfach mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin halt Gott sei Dank eh nicht so der große Streamer. Ich mach's ganz gerne ab und zu mal, aber wenn es halt jetzt nicht mehr gehen würde, dann ist es halt so. Aber andere, die halt wirklich sehr viel streamen, würde das sehr betreffen. So, damit bin ich mit den Kommentaren durch und mein Frühstück ist auch fast durch. Heute mal ein bisschen anders, ja, aber ich wollte noch diese Sachen euch mal zeigen. Und ja, dann kann ich mich nämlich jetzt gleich wieder Need for Speed Underground widmen. Ich bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Und dann bin ich jetzt fürs Erste raus. Euer Walle. Bye, bye.